Kündigung, Maßnahmen, Abmahnung. Ganz wichtig, hier gilt das Ultimo Ratio-Prinzip. Dieses Ultimo Ratio-Prinzip greift nicht nur im Arbeitsrecht, ne, im Recht am Allgemeinen. Ultimo Ratio-Prinzip, das heißt im Bereich Arbeitssicherheit zum Beispiel oder Bereich Arbeitsrecht, Kündigung sollte immer der letzte Lösungsweg sein. Und das bedeutet, ein Arbeitgeber muss natürlich prüfen, der muss die mildesten Mittel wählen. Ne, wo greift das Ultimo Ratio-Prinzip auch zum Beispiel im Bereich Fraud, also Betrug oder Compliance, wenn es dort um Straftaten geht? Und ein Arbeitgeber oder eine Behörde muss ermitteln, ob diese Straftat vorliegt. Dann haben wir es dort mit einem betrieblichen Kontext einer Person zu tun. Wir haben es mit einem Privatkontext zu tun und einem Intimbereich. So, ich kann als Arbeitgeber, sollte nicht in den Intimbereich der Person eindringen. Und auch im besten Fall nicht in den Privatbereich. Im Arbeitskontext, dann ist es unsere Verantwortung natürlich zu prüfen, hat eine beauftragte Person im Unternehmen, und da hat die auch die Pflicht mitzuwirken, eine Strafe begangen, die die hätte nicht begehen dürfen. Ne, das kann passieren. Und im Bereich Firmenkontext darf ich mich bewegen. Aber wenn wir es dort mit Straftaten zu tun haben, mit organisierter Kriminalität, die Leib und Leben gegebenenfalls Einfluss auf Privatbereich haben können oder einen Intimbereich, whatever, dann darf man härtere Mittel ergreifen, dass man halt ermittelnd tätig wird und oder das halt auch an die Behörden weitergibt. Ne, also nur damit du das Verständnis halt hast, was bedeutet das Ultimo Ratio-Prinzip, und das findet sich nicht nur im Bereich Kündigung wieder. Ne? Also Kündigung sollte unter Ultimo Ratio-Prinzip immer der letzte Lösungsweg sein. Das heißt, man greift dort erstmal, wir kommen gleich zum Ablaufdiagramm, da kann ich es nochmal ein bisschen genauer erklären, aber im Regelfall greift man eher zu einer Aktennotiz, einer Unterweisung, ne, wenn es jetzt zum Beispiel Gewohnheitsrecht ist, oder man greift zum Mittel der Abmahnung. Das heißt, man zeigt dem Mitarbeiter sein Fehlverhalten, also das hat die Absicht, dem Mitarbeiter das Fehlverhalten vor Augen zu führen, was dort passiert ist, wie es hätte passieren sollen und was man in Zukunft von ihm erwartet und was passiert, wenn er das nicht einhält. Ne, das heißt, wir haben hier Pflichtvorgaben, kommen wir gleich zu. Wenn eine Pflichtvorgabe fehlt oder falsch ist, dann ist die Abmahnung passé. Aber auch hier ganz einfach, eine Abmahnung wird nicht in 5 Minuten erstellt. Ne? Das heißt, nimm dir Zeit, ne? Nicht zu lange. Also man sagt dort bei einer Abmahnung, die muss zeitnah passieren. Also bekommst du heute Kenntnis von einer Abmahnung und also von einem abmahnungswürdigen Grund und schreibst erst eine Abmahnung einen Monat später, ne? Das hätte keinen Bestand. Auch hier haben wir eine Wehrzeit. Also Abmahnungen können auch erlischen. Ne? Wenn wir heute abmahnen wegen zu spät kommen, und der Mitarbeiter macht das ein Jahr später, dann könnte man keine zweite Abmahnung wählen, sondern man müsste nochmal eine erste Abmahnung aussprechen. Also prüfe genau, was ist passiert. Ist das eindeutig beweisbar? Ein Arbeitgeber ist eine Beweispflicht, dass dies passiert ist. Prüfe die Akte des Mitarbeiters. Ne? Also haben wir dort schon mal eine Abmahnung vor kurzem gemacht? Ne? Auch dort immer überlegen. Also je heftiger ist, was abgemahnt worden ist, umso länger hat so eine Abmahnung Bestand. Ne? Sind es Bagatellen, verlieren die halt nach einer gewissen Zeit die Kraft. Da muss man einfach prüfen, im besten oder schlimmsten Fall mal mit dem Tarifvertrag reden oder mit dem Juristen. Aber man muss es halt sehr wohlwollend prüfen. Ne? Also bei Unsicherheiten mit dem Vorgesetzten sprechen, mit der Tarifgemeinschaft oder im Rechtsbeistand. Ne? Wie immer habe ich vorgegriffen.